Hallo und herzlich willkommen, ihr Lieben. Ich begrüße euch zur allerersten Folge FIFA Memory. Jetzt werdet ihr euch mit Sicherheit fragen, hä? Habe ich ja noch nie gehört. Richtig, habt ihr noch nie gehört, weil gibt es dieses Format, gibt es in dieser Art und Weise, gibt es noch nicht auf YouTube. Der liebe Teudes hat mich gestern angeschrieben. Du, ich habe da eine hammergeile Idee für ein neues Format. Dann haben wir uns gestern Abend noch zusammengesetzt in einer Party, haben die Regeln ein bisschen ausgearbeitet. Supergeil. Den lieben Teudes verlinke ich euch übrigens auch unten in der Videobeschreibung. Geht gerne auf ihn drauf, denn bei ihm werden wir auch eine Folge hochladen. Lasst ihm ein Abo da, einen Daumen nach oben, darüber freut er sich definitiv sehr. So, ganz kurz zur Erklärung. Ist eigentlich ganz simpel, jeder kennt das Kinderspiel Memory. Man muss immer zwei einer Sorte finden, dann darf man dieses Ding behalten. Hier darf man es natürlich nicht behalten, hier geht das Ganze ein bisschen anders. Und zwar, ihr seht das schon, wir haben einen Starspieler, das ist in diesem Fall unser lieber Rio Ferdinand. Ja. Und um ihn herum haben wir ein Team gebaut. Ihr seht das hier bei mir. Es ist jeweils ein Spielerpaar aus einem Verein mit dabei. Heißt, es sind fünf Spielerpaare, fünf Vereinspaare um den lieben Rio Ferdinand mit dabei. Und auf der Bank sind auch schon zwei Bronzespieler, ebenfalls aus einem Verein. Das sind die sogenannten Nieten. Nennen wir einfach so, nicht weil sie Bronzespieler sind, nein, sondern weil sie im Spiel als Nieten zählen. Und die werden auch noch einen bestimmten Hintergrund haben. Dazu komme ich allerdings gleich. Wir werden das so machen, wir werden gleich unsere Bank dann mit diesen Spielern füllen. Und dann geht das muntere Raten los. Das heißt, man nennt immer zwei Nummern. Trifft man das Pärchen, hat man ein Memory und darf dann dementsprechend ein Spielerpaar von sich auf die richtige Position stellen. Das geht so lange, bis der erste fünf Paare erraten hat und sein Team voll ist. Dann hat man Memory gewonnen. Der Gegner hat im besten Fall zu diesem Zeitpunkt auch schon vier Stück erraten, im schlechtesten Fall noch gar keinen erraten. Schlechteste Fall tritt ein, er hat keinen erraten. Dann darf ich als Gewinner des Memories, darf ich ihm die Spieler, so wie ich möchte, auf die Position stellen. Das heißt, ich sage dann, die Nummer 3 stellst du dahin, die Nummer 4 stellst du dahin. Im besten Fall für mich spielt er in dem Augenblick dann ohne Keeper und ich gewinne das Spiel. Oder ich stelle mich so bescheuert an und verliere es dann noch, womit ich dann instant die Aufnahme beenden würde, niemals hochladen tue. Okay. Okay, werde ich nicht machen. Aber, so, im besten Fall, wie gesagt, hat er schon 4 Memories erraten, hat dementsprechend 8 Spieler auf der richtigen Position. Ich dürfte nur noch 2 Stück hinstellen. Die Nieten. Errät man die Nieten des Gegners, sprich beide Bronzespieler aus einem Verein, ist der Gegner gezwungen, diese Nieten mit ins Team zu nehmen. Das heißt, die beiden Bronzespieler müssen spielen. Wenn man sie errät, müssen sie ins Team gestellt werden. Das ist eigentlich ganz kurz das Regelwerk dazu. Und der Rest, hoffe ich, wird sich dann für euch einfach gleich aus dem Video ergeben. Wir werden das jetzt aufnehmen und dazu begrüße ich natürlich auch recht herzlich den Erfinder dieser Serie. Einen kurzen Applaus für Teudes. Hallo. Einen Danke wunderschönen. Für die netten Worte. Ja, bitte gerne. Immer doch. Teudes, wie bist du denn? Erzähl uns doch mal ganz kurz, wie du auf diese wundervolle Idee gekommen bist. Ja, wie kommt man auf so eine Idee? Man sitzt halt abends verzweifelt am PC, denkt sich, was könnte man Neues, Innovatives machen? Und dann habe ich das, wie heißt es? Bingo, Food Bingo von Pure Owns? Heißt es so? Jackpot Bingo heißt das, glaube ich. Jackpot Bingo, genau. Habe ich das gesehen und habe das so weit abgewandelt, dass es ein neues Format ist und finde eigentlich, dass es ziemlich angenehm ist. Also, dass man es spielen kann. Ah, okay. Ja. Klingt nicht schlecht. Also mit anderen Worten, wenn ihr mal an einem Abend nichts zu tun habt, ne, zerbrecht euch einfach mal den Kopf vom PC. Vielleicht kommt ebenfalls sowas Geniales raus wie beim lieben Teudes. Auf jeden Fall vielen lieben Dank für diese geile Serie. Ich finde sie hammermäßig. Dabei muss man noch ganz kurz sagen, und wenn ihr dann ein Format herausgefunden habt, was euch gefällt, einfach einen unserer Namen drunter schreiben, dann benutzen wir das einfach als eigenes. Nö. Richtig, ganz genau. Wir verlinken also, euch auch nicht. Also
Eben, also es gibt Photoshop, ja, egal was ihr macht, es ist unsere Idee. Wir kriegen Ja, alles weg. eben, so sieht's aus. Auf jeden Fall, toll, das erste Mal, ich muss mich jetzt auch nochmal persönlich bei dir bedanken, dass du mich angeschrieben hast und mir diese Idee vorgestellt hast und ich jetzt auch die wundervolle Ehre habe, mit dir die erste Folge FIFA Memory aufzunehmen. Gerne. Auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Fühle mich sehr geehrt und ich würde sagen, ihr seht mein Team. Der liebe Teutes hat sich auch ein Team um den Rio Ferdinand gebaut. Wir packen die Spieler jetzt einfach mal unten auf die Bank und dann würde ich sagen, FIFA Memory, let's go. Der Starspieler bleibt natürlich immer auf seiner Position stehen. Das heißt, den packen wir nicht mit auf die Bank, sondern er bleibt dort, wo er ist. Somit ergibt sich auch das, was du eben mal gesagt hast, dass halt 12 Plätze auf der Bank frei sind, also die 10 Spieler drumherum plus die 2 Nieten. Ganz genau richtig. So, und den Rest schneide ich euch jetzt einfach raus, damit ihr nicht das ganze langweilige Teamgestelle seht. Ich würde sagen, wir sind auf meinem Kanal, sprich, ich fange an. Ja, Eigenlob, beziehungsweise ganz klar, ich weiß jetzt gerade nicht, was ich sagen wollte, aber ich würde sagen, einfach toll, das fängt an, ne? Weil ich suche noch nach Worten. Wenn es mir später einfällt und ich das Bingo verliere, sage ich einfach, es lag daran. So, lieber Teutes, hau los. Ich Hau fange rein. an. Welche Nummern Okay, hättest du gerne? ich hätte bei dir gerne die Nummer 3 und die Nummer 6. Die Nummer 3 und die Nummer 6 hättest du gerne. Dann sage ich dir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kann ich dir sagen, nein, du hast nichts getroffen. Was mir gerade noch einfällt, ganz kurz zu den Regeln, sollte man auch sagen, weil sonst wundert man sich gleich, darf man das einfach so sagen? Nein, darf man nicht. Und zwar hat jeder Spieler zwei Joker. Bei diesem Joker sagt er dann einfach, ich nehme dieses Pärchen und hätte gerne die Vereine gesagt. Das heißt, in dem Augenblick muss der Gegner sagen, okay, Nummer, keine Ahnung, 3 in dem Augenblick ist dann Verein XY und Nummer 6 ist auch Verein XY. Ich möchte dem lieben Teutis jetzt natürlich nicht verraten, welche Spieler dort stehen. Deswegen, diesen Joker darf man zweimal einsetzen, sprich, man hat im Endeffekt vier Spieler, bei denen man den Verein weiß und der Rest nicht. Und ich würde sagen, weiter geht's. Das wisst ihr auch, das Thema Joker. Also, 3 und die 6 wolltest du haben, das war leider wow. Ist nicht. Alles klar, gut. Gut. Dann hätte ich gerne, gut, wie ich das übrigens gerade getriggert habe, weil ich war wirklich kurz davor zu sagen, welchen Verein ich dort stehen habe. Ja, So. ich hatte es auch kurz gehofft. Ja, das war mir fast klar, dass du das gehofft hast, du Arsch. Ja, was? So, ich hätte bei dir gerne die Nummer, ebenfalls mal die Nummer 3 und bei dir noch die Nummer 1 dazu. Das ist absolut falsch. Absolut falsch, okay. Gut. Alles klar. Dann hätte ich bei dir gerne die Nummer 10 und die Nummer 11. Nummer 10 und Nummer 11. Ja. Sie haben verloren. Ja. Sehr schön. Dann hätte ich bei dir gerne die Nummer. Welche hätte ich denn bei dir gerne? Einfach mal die Nummer 9 und die Nummer 3. Das ist sogar komplett falsch. Ah, okay. Dann hätte ich bei dir gerne die 4 und die 5 als Joker. Die 4 und die 5 als Joker direkt. Ja. Okay, dann, also erstmal, ja, es sind zwei Spieler, aber nicht aus dem gleichen Verein. Ja. Es ist einmal, die Nummer 4 ist aus dem guten Verein Atletico Madrid. Ja. Und die, welche wolltest du noch haben? Die 5, ne? Genau. Ist aus FC Sevilla. Alles klar. Gut, dann hätte ich jetzt bei dir gerne die Nummer 9 und die Nummer 5 ebenfalls als Joker, bitte. 9 und die 9 und die 5. Ja. 9 ist, also das ist erstmal falsch. 9 ist PSG. Oh, okay, er legt voll los, PSG. Ja, Und okay. 5 ist mein Lieblingsclub. Vielleicht weißt du es noch. Köln. Ja, natürlich. Echt? Ja. Okay, erster FC Köln. Gut. Also, wir haben einen guten Verein und einen nicht so guten Verein. Ja, also PSG ist echt nicht so gut drauf aktuell. Ja, das stimmt schon. Das ist. Warte, sind die auch Letzter in ihrer Liga? War da was? Boah. Nee, die Hamburger retten uns ja aktuell. Ach so, die Hamburger retten euch, alles klar. Props gehen raus an HSV in dem Fall. Ehrenbrüder. Auf jeden. So, okay.
Gut, habe ich. Sie dürfen wieder, Herr Teudes. Dann hätte ich bei dir gern die 6 und die 7 als Joker. Was, die 6 und die 7? Das ist nicht nett, das will ich nicht. Das Dann sag mal bitte. lehne ich ab. Okay, die Nummer 6 ist aus Celta Vigo. Ja. Und die Nummer 7 ist vom FC Sevilla. Oh. Da Ich habe ich ja glaube, was ich weiß, was ich als getroffen. nächstes nehme. Ja, ich weiß. Du nimmst die Nummer 6 und die Nummer, keine 3. Ahnung, genau. Nee. Nee, du bist Richtig. dran. Okay, pass auf, dann hätte ich bei dir gerne die Nummer 12 und die Nummer 10. Treffer. Echt jetzt Treffer? Ja. Ja. Ja, sehr nice, sehr schön. Dann habe ich wenigstens schon mal den Ausgleich geschafft. Okay, finde ich gerade gut, weil dann mache ich nämlich jetzt erstmal Folgendes. Also ihr werdet ja sehen, ich darf mir jetzt direkt ein Pärchen raufstellen von meiner Sache. Und das machen wir so, weil ich möchte nämlich kein Risiko eingehen. Und zwar Lass haben... mich raten, nimmst den Torhüter. Natürlich nehme ich den Torhüter. Was denkst du denn? Denkst du etwa, ich möchte ohne Torhüter stehen? Warum nicht? Nein. Das Risiko gehe ich nicht ein. So, okay, super. Steht, ich habe mir aufgeschrieben, wer es ist, damit du immer noch treffen kannst. Also, ich nehme bei dir die Nummer 5 und die Nummer 7. Die Nummer 5 und die Nummer 7. Mensch, wer hätte das gedacht? Das ist Könnte ein das ein Treffer. Treffer sein? Ja, unfassbar. Es ist ein Treffer. Es ist nicht nett, eigentlich. Okay, gut. Dann ich bin. So, der liebe Teudes hat sich natürlich jetzt praktisch auch sein Spielerpärchen reingeholt. Dann würde ich jetzt gerne, hätte ich jetzt gerne die Nummer 11 und die Nummer 7, aber bitte als Joker. Die Nummer was? Ich habe es 11? nicht verstanden. Nummer 11 und Nummer 7. Ist er... 7 ist PSG Oh! Und Nummer und 11? 11 Köln? ist Köln. Oh! Das ist schön. So, ich möchte dann schon mal zu meinem Leiden aktuell, weil ich gerade ein Gefühl habe, schon mal sagen, wir verlosen am Ende des Videos, der Verlierer muss an die Community des Gegners eine 10er PSN-Karte verlosen. In dem Sinne bin ich das. Wie kannst du das jetzt so vorne wegnehmen? Weil jeder, der jetzt erst einschaltet, hört nur, ich kann was gewinnen. Mensch, Ja. da bleibe ich doch. Ja, Nein. ist ja nicht schlimm, oder? Nein, ihr dürft natürlich auch dann gerne bleiben. Grundvoraussetzung muss man allerdings auch dazu sagen. Beim Teudes kommt auch ein Video nach oben. Das heißt, beide Videos liken unter beiden Kommentaren. Was nehmen wir denn als Hashtag? Ist am Ende des Videos eingeblendet. Genau, wir lassen uns einfach während dem Spiel noch was einfallen. Es wird mit Sicherheit noch irgendwas passieren, was man als Hashtag nehmen kann. Meine Sache wäre im Augenblick Hashtag Köln steigt ab. Und meine will am PSG ist auch nicht gut drauf. Fände ich eigentlich ganz gut. Würde ich auch sagen, in meinem Video nehmen wir Hashtag Köln steigt ab. Finde ich ganz gut. Ja, beide Videos Hashtag Köln steigt ab. Beziehungsweise beim Teudes kommentieren. Nee, bei mir kommentieren bitte mit Hashtag Köln steigt ab. Beide Videos liken und dann nehmt ihr automatisch an der 10er PSN oder 10er Xbox-Karte automatisch nehmt ihr dann an der Verlosung teil. Also, denkt dran, Hashtag Köln steigt ab, hier Und unten in die Kommentare smashen. ich greife dir ungern ins Wort, aber abonnieren ist auch noch relativ pflichtweise, aber dann auch offene Abonnenten, damit man sehen kann, ob ihr abonniert habt. Das ist natürlich auch noch eine sehr gute Sache. Wir geiern in dem Fall natürlich nach Abos. Wer macht das nicht? Wir freuen Weil wenn uns. muss es an die eigene Community gehen, an fremde Leute zu Nein. verschenken, das ist nicht unser Ganz Anspruch. richtig. Sehe ich ganz genauso. Also bitte, lasst einen Daumen nach oben da. Smasht hier die Kommentare bitte mit Hashtag Köln steigt ab. Ja, hier nochmal ganz groß in der Bildmitte gerade, damit es auch jeder sieht und jeder versteht. Und natürlich bitte bei beiden Leuten ein Abo da lassen. Und dann nehmt ihr an der Verlosung für die 10er PSN oder Xbox-Karte teil. So, weiter geht's. Der liebe Teudes ist dran. Ja, ich muss jetzt eigentlich, ich muss. Ja, du müsstest jetzt eigentlich two in a row schaffen. Ja, eigentlich schon. Ich wün Ich hätte. wünsche dir kein Glück. So. Aber vielleicht sind die Kölner ja so schlecht, dass ich da die Bronze-Jungs habe. Ja, das kann natürlich auch sein. Ich hätte gern die Nummer 4 Ja. und die Nummer 1. Die Nummer 4 und die Nummer 1. Mann, da bist du aber ganz weit daneben geschlittert. Okay. Ja. Jetzt. Okay. So, was hätte ich denn bei dir gerne? Lass mal überlegen. Ich glaube, ich nehme die Nummer.
5 und die Nummer 11. Oh, das ist ein Treffer. Alles klar, Sie stehen. Sie dürfen, Herr Treutes. Ich hätte gerne die Nummer 4 und die Nummer 4. Was nimmt man noch? Nehmen wir mal die 4 und die 12. Die Nummer 4 und die Nummer 12. Ja. Ich gratuliere Ihnen. Sie haben zwei unterschiedliche Ligen getroffen. Ich war mich gerade richtig am Freuen. Ah, okay. Ja, finde ich gut. Ja, nee. Ja, leider kein Treffer in dem Falle. Dann würde ich bei dir jetzt gerne die Nummer. Jetzt kommt eine Überraschung. Ja, Achtung. ich hätte gerne die Nummer 7 Ja. und die Nummer 9. Das ist ein Treffer. Ich darf, das ist ganz cool. Ich nehme frustrierterweise die 8 und die 10. Die 8 und die 10. Ist falsch, ne? Stell dir vor, es ist wirklich falsch. Oh. Tut mir ein bisschen leid. Fast gar nicht. Ja, ich wollte nämlich gerade sagen. Freut mich ein bisschen. Lalalala. Okay, pass auf. Ich hätte bei dir gerne die Nummer 8 und die Nummer 4. Die 8 und die 4 ist falsch. Okay, gut. Mist. Dafür hätte ich bei dir gerne Ja. die Nummer. Was hatte ich denn so oft? Die 4 mit Atletico habe ich auf jeden Fall schon fest. Dann die 4 und. Habe ich das schon? Die 4 und die 8. Die 4 und die 8, Ja. das ist leider falsch. Okay. Ja. Sorry, ich hätte bei dir gern die 8 Ja. und ich hätte bei dir gern die 8 und die 2. Die 8 und die 2. Ja. Das ist auch falsch. Scheiße. Okay. Bei dir hätte ich gerne die 4 und die 9. Die 4 und die 9, das ist leider falsch. Okay. Okay, pass auf, dann hätte ich bei dir jetzt gerne, und das ist jetzt hundertprozentig ein Treffer, die 8 und die 1. Das ist falsch. Mist. Okay. Bei dir hätte ich gerne die 4 und die 10. Das ist leider auch falsch. Oh. Okay, pass auf, dann hätte ich bei dir gerne die 2 und die 3. Das ist falsch. Scheiße. Okay. Ich hätte bei dir gerne die 4 und die 11. Das ist leider falsch. Okay. Ich muss einen nachlegen. Ich muss auf jeden Fall noch einen vorlegen. Ich muss, ich muss, ich muss. Du weißt, dass du nicht mehr so viel offen hast, bis ich gleich auch wieder eintreffe mit der 4 Ja, und der, ne? ich weiß, ich weiß, ich weiß. Pass auf, dann nehme ich bei dir jetzt die 1 und die 4. Das ist ein Treffer. Oh, sehr schön. Und das ist ein Treffer, der tut mir weh. Oh, ich habe die Nieten erwischt. Ja. Yes, come on. Sehr gut, sehr, sehr stark. Das ist sehr, sehr stark. 4 und die 12. Das ist leider falsch. Okay. Das ist leider falsch. Alles klar. Ich hätte bei dir gerne die 8 und die 3. Das ist ein Treffer. Ja, Memory! Ja. Scheiße. Memory, jawohl! Damit gewinnen wir die erste Runde Memory. So, Und und ich stelle ganz kurz mal meinen Torwart uns rein, ne, mit dem anderen mit dazugehörigen Kollegen. so, perfekt. Das ist unser Full Team wieder. Und jetzt dürfen wir bei dem lieben Teudes tun und lassen, was wir wollen. So, als allererstes hätte ich gerne mal bitte die Positionen deiner beiden Nieten. Das ist die 1 und die 4. Ja, das ist die Nummer 1 und die 4. Und welche Position spielen die beiden denn? Muss ich dir das sagen? Ja, natürlich, bei den Nieten musst du mir das sagen. Das ist einmal ein Stürmer und einmal ein linker Flügelstürmer. Also ein linker Flügel. Ah, okay, dann hätte ich doch gerne deinen linken Flügelstürmer. Würde ich dann gerne als Rechtsverteidiger spielen lassen. Als hätte ich es gewusst, ja. Ja,
Dann die Nummer 4, beziehungsweise dann dementsprechend den Stürmer, Ja. hätte ich doch gerne als Linksverteidiger. Das ist sicher. Das sind die werden dich überrennen, sage ich dir. Ja, okay, finde ich gut. Also das war die Nummer 1 und die Nummer 4. Genau. So, dann haben wir raus und raus. So, dann hätte ich bei dir gerne die Nummer. Ja, jetzt wird's interessant. Okay, ich hätte bei dir gerne die Nummer 11 im Sturm. Nummer 11 ist der vorletzte, ne? Ja, Nummer 11 hätte ich gerne im Sturm. Fußballgott. Und die Nummer 5 hätte ich gerne als linken Flügelstürmer. 1, 2, 3, 4, 5, okay. So, dann hätte ich gerne die Nummer 2 als rechten Flügel. Ja. Okay, da freut er sich drüber. Scheiße. Nein, tue ich nicht. Und die Nummer 6 gerne als zentralen Mittelfeldspieler. Also wirklich Mitte. Ja, wirklich Mitte. Okay, das ist echt nicht schlecht. Okay, Mist. Dann hätte ich gerne noch, ja, Kacke, dann hätte ich gerne noch die 7 und die 9 ebenfalls noch im zentralen Mittelfeld. Die 7. Und die 9, ja. Und dann müsste dein Team eigentlich voll sein. So, soll ich dir sagen, wer überbleibt? Willst du das wissen? Nein, möchte ich. Ja, sag doch, sag mir mal bitte, wer übrig geblieben ist. Übrig geblieben ist die 79er rechte Flügelkarte von Coman Okay. und die 91er SPC-Karte von Thiago. Vielen lieben Dank. Sehr schön, dann haben wir den schon mal raus. So, dann füllen wir ganz kurz das Team mit Bronzespielern auf. Ganz genau, wir füllen auf mit Bronzespielern mal. Oh, ich bin gehypt. Komm schon, zeig uns das Team von Tobi. Oh, das sieht gut aus. Ach du Das. Scheiße. I like it. Ach du Scheiße. Du hast ja wirklich Ronaldo und Bale genommen. Natürlich habe ich Ronaldo und Bale genommen. Ich baue jetzt gleich mein Team. Ich baue jetzt gleich mein anderes Team nochmal um. Kannst dich darauf verlassen. Was soll das denn? Jetzt spielen wir auch noch im Ponypark. Wir sehen schon, Tobi lässt, spielt ein bisschen hinten rum. Er möchte Zeit von der Uhr nehmen. Irgendwie mit dem 0-0 längst möglich. Schade halt, dass er noch einen Keeper ins Team gebracht hat. Den hätte ich ihm zu gerne auch noch rausgenommen. Ja, zu gerne. Halt's Maul. Boy, that escalated quickly. Habt ihr das gehört? Ja, Was? darf er das? Darf er das? Nein, darf er nicht. Okay, er darf es. Oh! Daneben. Bale klatscht ihn an die Latte. Ja, Schade. daneben. Fakt ist daneben. Schade, schade. Das war natürlich unsere erste Großchance jetzt hier. Die müssen drinne sein. Jetzt hören euch. Oh. Da ist die Chance für Bakayoko, Fußballgott. Hätte der ein bisschen mehr als gar nichts Schuss, wäre der drin gewesen. Bakayoko. Wenn einer frei vom Tor sein soll, dann ist es nicht Bakayoko. Hätte ich gerne Jorge Meri genommen. Also, habe ich ja ganz vergessen. Nein, faul. Nein. Danke. Was? Komm schon! Bakayoko, das Tier, Das ist doch verhilft kein uns zum Foul! Elfmeter. Das ist doch kein Foul! Ja, doch, weil Bakayoko einfach steht wie. Er steht einfach da und das ist einfach. Danke, Bakayoko. Ederson macht Gymnastik im Tor. Wo werden wir hinschießen? Der hätte eh nichts. Oh. Ganz frech, weil ich weiß, dass er immer meine Streams schaut und weiß, dass ich immer nach rechts schieße. Ja, müssen wir uns natürlich. Ihr wisst Bescheid. Rio Ferdinand, unser Tier trifft. Unser Starspieler macht das 1 zu 0. Gerade auf den Außen bist du total scheiße. Ich wollte dich da nicht nur wegsieben. Dieser Ederson, ne? Das ist einfach. Das ist so Unfassbar. scheiße. Das ist so scheiße. Da fange ich gleich an zu weinen. Hoch Ja, geht's, hier. Bale! Oh, Ederson hält den Ball sogar fest, Mensch. Mein Gott, das da hinten könnte ein Busbahnhof sein. Die sind genauso beweglich. Da ist das 2 zu 0. Ich Oh nein. glaube, Ronny hat es gemacht. Ja, und. Schü! So, sehr schön.
Boah, Ederson. Ederson, was ist denn mit dir los? Ja, ich Guck mal gebe mein da, guck mal, da Bestes. außen läuft der Bale wieder. Das war die Grätsche ins. Oh, der Was? Bronze. Ehrlich jetzt? Ja, das ist mein linker Flügelbronze-Spieler. Das darf ja wohl nicht wahr sein. Der ist schon Also ich wieder. bin ja nicht ganz zufrieden mit meiner Mannschaft. Also ich hatte einen Torschuss und den geht einfach nicht zum Ball. Foul. Das ist... Tut mir so leid. Ich bemühe mich schon gar nicht mehr Tackling zu rücken. Ich habe jetzt ohne Tackling bin ich da hingelaufen. Es tut mir so unfassbar leid. Wird Ferdinand das zweite machen? Ja, macht er. So Leute, ich nutze mal ganz kurz die Zeit. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Ganze gefällt. Würde uns beide sehr, sehr freuen. Es ist die erste Folge. FIFA Memory. Lasst ein Däumchen nach oben da bei uns beiden. Wäre echt geil. Es macht unfassbar viel Spaß zu spielen. Ja, total. Den Tobi wahrscheinlich gerade nicht so. Doch, ich finde mein Team super. Ich spiele die nächste Bürger League damit. Ah, Ich streame mich okay. komplett mit meinem Mega-Internet hier. Also. Also Tobi freut sich. Das, was macht der? Vor allem, die laufen nicht kein Meter. Das ist Arbeitsverweigerung. Das ist Hamburg. Ich find's schön. Oh, oh, oh. Jetzt, Selbst jetzt, Köln hat jetzt, gegen jetzt, Hamburg jetzt, gewonnen. jetzt kommt der Diss hier noch gegen Hamburg. Warum ist meine Abwehr so offen? Oh! Oh. Costiello schirmt den Ball gekonnt ab. Der Dragback, die Flanke, der Save und der Konter. Einwurf für den Gegner. Da geht noch was, ich höre nichts. Das lässt sich ja spielen wie Kraut und Rüben gerade. Leute. Meret, das Problem ist halt, ich habe zwei Offensiv oder was, nee, ich habe doch, ich habe Draxler und Mbappé auf der Achter mit Bakayoko. Bakayoko, der bleibt schön hinten, aber die anderen beiden denken, es wird um alles gehen, WM-Finale. Ja, aber so spielen sie auch gerade, so spielt auch gerade meine Abwehr. Die irgendwie. So, jetzt hat Tschüss. aber sehr schöner Ball. Na also. Ah. Warum bin ich so Aber fröhlich? es ist So. aber auch wirklich so FIFA beschreiben, dass du mit Bale, ich glaube, es sind 95 oder 96 Pace, wahrscheinlich hast du noch einen Chemistyle drauf, Nein, der dich ja des doch hat Todes er. pusht. Nein, nein, Quatsch. Den mir vielleicht auch mal reinmachen. Oh, wenigstens mal Einwurf für mich, wenn es Einwurf auch ist. Lol, Es war Ronaldo. ganz klar für mich und zwar der Elfmeter. Was? Ach so. Statt Einwurf 11 Meter auf der Aber anderen du hast mich da Seite. noch ein bisschen geschubst, oder? Ja, aber nur ganz leicht. Das war nicht viel. Oh! Oh. Doch weg. Wirklich, deiner von ihm, ich weiß nicht, wer es war beim ersten Elfmeter. Wer hingefallen hat, den Elfmeter bekommen. Ja, natürlich. So ist das ja auch richtig. Hör mal. Ja, natürlich. Sü. Ronny! Ja, aber man muss natürlich auch sagen, Ronaldo ist jetzt auch nicht so gut. Ne? Also der mit seiner 82er-Bewertung oder sowas, der hat. Ja, also es ist manchmal ist es einfach. Er hat einfach die Schussqualitäten eines Bakayokos. Da sollte auch mal so ein Ball drin sein. Oh, der war sehr schön gespielt und er setzt ihn an den Pfosten. Ja, okay. Bale ist dann doch dezent platt. Während Laporte noch rennt wie ein junger Gott. Ich habe auch überlegt, jetzt einfach mal versuchen, alleine da durchzujoggen. Das erwartet kein Schwein. Oh, der war Also sehr schön. mein Stürmer, den ich mir auf Linksverteidigung gespielt habe, der hebt abseits auf Was wie ein ist Junge, denn ey. hier los? Und Ronaldo Chancentod, so den Titel, merken. Ja, bitte, Ronaldo, Chancentod. Was ist bei Ronaldo los? Hat er eine Geliebte, sodass er nicht mehr trifft? Nee. Ich hätte gelacht, wäre er jetzt noch reingerannt. Das wäre jetzt das Nonplusultra gewesen. Weißt du, wenn wir dann irgendwann mal abstoßen, ist das dann der, der dafür sorgt, dass ein richtig harter abgestoßen wird. Ja, der. Oh, Ederson! Ederson! Was ist denn mit Ederson los hier? Nee, Haben sie Ronny. den gepatcht? Jetzt mal ernsthaft, der hat ja nichts gehalten vor einem halben Jahr Ja, noch. ich weiß. Also, ich habe auch das Gefühl, dass der so langsam, aber sicher sich hier zum wahren Fußballgott entwickelt. Zum Ich Ballbaniger. hole mir die 87er Wants to Watch für die nächste Weekend. Die können mich auch noch am Arsch So. lecken, ja. Der Sieg ist da, liebe Leute. Die Verbindung zum Dualshock ist getrennt. Aber wir gewinnen das Spiel souverän durch zwei klare Elfmeter. Von Rio Ferdinand, der auch unser Man of the Match wird.
Das soll es für die erste Folge gewesen sein, meine Lieben. Bitte nicht vergessen, wir verlosen. Sprich, unser lieber Teudes muss jetzt hier auf diesem Kanal für meine Community eine 10er PSN oder Xbox-Karte verlosen. Dazu nochmal ganz wichtig: beide Videos liken, hier in die Kommentare smashen. Hashtag Köln steigt ab. Entschuldigung. Ich weiter. Okay. Und natürlich bei beiden Kanälen Abonnent sein, auch ganz wichtig. Dann nehmt ihr automatisch an der Verlosung mit teil. Und ich würde sagen, in diesem Fall, lieber Teudes, vielen lieben Dank für dieses ultra geile neue Format. Mir hat es Gerne, echt Spaß gerne. gemacht. Ich hoffe euch auch, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Stream wieder. Bis dahin würde ich sagen, haut rein, bleibt sauber und tschüss. Ciao.